Ja, ich habe sie auf Vollbild. Dann. Okay, gut, okay, ja. Denn die große Herausforderung des Netzes waren derzeit nicht gelöst und sind aus meiner Sicht auch heute noch nicht endgültig gelöst. Und da haben wir letztendlich das weitergetrieben im Bereich unkomprimierte 4K-Übertragung, aber gesichert. Und dann zuletzt 2009 sind wir auch vorgedrungen in die Themen wie IP Broadcast Studio, wobei es darum geht, also einen Broadcast Studio auf ein Fernsehstudio letztendlich die Signale zu mischen auf Ebene der IP-Datenströme. Ganz flapsig gesagt, ein IP-Switch wird zum Videomischer. So, seit 2009 haben wir dann die Technologie aus dem Thomson-Konzern im gegenseitigen Einverständnis ausgegründet in ein eigenständiges Unternehmen, was Tixel heißt, was ich auch heute noch leite. Und das beschäftigt sich mit den Lösungen, entwickelt neue Lösungen, entwickelt Lösungen weiter für schnellen Datentransport und natürlich als Unternehmen vermarktet es diese Lösungen. Wobei ich hier primär in der Rolle der Professur hier an der Hochschule Anhalt da stehe, deswegen ich will hier keine große Werbung für die Firma Tixel machen. Worum geht es im Vortrag? Erstens möchte ich einen Einblick über das Gesamtphänomen Cloud Computing geben, also den Hintergrund, wie es entstanden ist, so ein bisschen die Historie, die finde ich ganz, ganz spannend, aber man darf Cloud Computing nicht losgelöst von den Marketing-Aspekten betrachten, deswegen werde ich auch auf die Frage eingehen, ist es eigentlich alles, sind das alles alte Kamellen, die man neu verkauft oder gibt es da auch wirklich Neuerungen? Gerade im Vergleich zu Grid Computing und High Performance Computing will ich ein paar Statements geben. Ich werde da aber ganz sicher, wie auch in der Einleitung steht, keine abschließenden Statements machen. Letztendlich ist es eine Technologie, die in der Entwicklung ist und da ist noch sehr viel zu formen. Ich möchte auch gerne auf die Herausforderungen und Herausforderungen der amerikanischen Challenges, letztendlich geht es auch da auch um die Hürden, aber auch um die Risiken, die da bürgen und um letztendlich auch eine gewisse Orientierung jedem Einzelnen geben zu können, macht es für mich als Teilnehmer der Medienproduktion, macht es für mich Sinn, ist es zu verantworten, in die Cloud zu gehen, wie die Amerikaner gerne sagen, oder nicht. Letztendlich werde ich dann abschließen mit ein paar Statements, ein paar Ausblicken. Wie sieht es mit der Medienproduktion in der Cloud aus? Ich bitte, wenn die Folien nicht ankommen sollten, einfach ein kurzes Feedback geben, dann versuche ich dann noch einen Tick zu warten. Was ist Cloud Computing? Okay, danke. Das Bild mit der Wolke ist ein bisschen dunkel. Ist ein bisschen fuzzy, ja, so ein bisschen verschwommen. Wo ist die Grenze der Wolke? Das ist übrigens ein Bild, was ich tatsächlich aus der Vorlesung Kommunikationsnetze rausgenommen habe. In der ersten Vorlesungsstunde zeige ich diese Wolke. Letztendlich nicht, weil ich Grid Computing in der Vorlesung ausführlich behandle. Markant hier ist, wo ist die Grenze dieser Wolken, dieser dunklen Wolken? Ich mache mal so einen Strich. Ist das die Grenze oder ist es keine Grenze? Wir sehen, der Übergang ist eigentlich flüssig. Und das ist für mich eigentlich auch das Markante für das Cloud Computing. Man kann viele Technologien, man kann viele Ansätze heute aus Cloud Computing verkaufen und wird, gerade weil es zum Buzzword geworden ist, es wird sehr viel unter Cloud Computing verkauft. Deswegen müssen wir als erstes versuchen, die Vision verstehen, was steckt hinter dem Cloud Computing, welche Idee steckt dahinter, was ist das Ideal vom Cloud Computing und dann versuchen auch wirklich abgrenzen, was wollen wir heute als Cloud Computing verstehen und was wollen wir einfach abseits legen und sagen, das sind nur Drittbrettfahrer. Die Grundidee ist in diesem Bild rechts hier im Prinzip dargestellt. Unsere Netzwerk- und Rechenressourcen, unsere Rechenknechte werden abstrahiert zu einer Cloud, sprich ich als Nutzer möchte mich nicht genauer mehr befassen, wo befindet sich die Rechenkapazität, wo befindet sich die Speicherkapazität. Ich möchte eigentlich nur Dienste in Anspruch nehmen mit meinen Peripheriegeräten. Die Peripheriegeräte sind hier unten von links bis nach rechts durchgezogen. Das sind meine Laptops, da ist durchaus ein Telefon, da ist durchaus ein Desktop-PC, der noch seine Berechtigung hat. Und natürlich eine Menge portabler Geräte, Smartphones
und so weiter. Mit diesen Geräten nehme ich bestimmte Dienste in Anspruch. Ich will jetzt nicht einzelne Dienste hier vorlesen. Ich werde später exemplarisch einige Dienste nennen. So. Und die Kapazitäten, die wirkliche Arbeit, die wird irgendwo im abstrakten Netz verrichtet und am besten überhaupt nicht bei mir in der Stadt, vielleicht nicht mal in Deutschland, sondern irgendwo, wo es jetzt gerade opportun ist. Das heißt, außerhalb dieser Wolke, die Wolke ist meine Menge der Ressourcen und Ressourcen verstehe ich heute Rechenressourcen, CPUs, Speicherressourcen, Speicherkapazität und letztendlich Netzwerkressourcen. Und außerhalb der Wolke leben idealerweise nur 10 Clients, Webbrowser oder Apps auf ein Android oder auf ein Apple. So, und alles andere wird hier in der Wolke verrichtet. Das ist das Grundkonzept, die Grundidee eines Cloud Computing. Jetzt müssen wir mal konkreter werden. Es gibt ein paar einschlägige Definitionen von Cloud. Erstaunlicherweise gibt es tatsächlich relativ fest umrissene Definitionen. Es gibt zum Beispiel vom Verband VATM also eine interessante Definition. Ich lehne mich an die Definition vom amerikanischen National Institute of Standards and Technology. Also die Referenz werden Sie auf der letzten Folie dann nochmal sehen, wo man es genau finden kann. Das ist eigentlich nur ein zweiseitiges Dokument und die definieren ein Cloud Service, Cloud Computing, als eine Bereitstellung von Rechen, Speicher sowie sonstigen Ressourcen über das Internet mit folgenden Charakteristiken. Erstens, die Bereitstellung erfolgt on demand, das heißt, ich beanspruche dynamisch die Ressourcen und kann die wieder freigeben und dann belege ich die auch nicht und die kosten mir dann auch bitte schön nichts. Zweitens, ein Breitbandzugriff von diversen Plattformen. Es reicht nicht, dass ich nur von meinem Arbeitsplatz auf die Ressourcen zugreife, sondern ich möchte bitte schön, na vielleicht sogar am Flieger oder spätestens, wenn ich in den USA gelandet bin oder in Asien, wieder auf dieselben Ressourcen zugreifen. Von diversen Stellen, am besten weltweit, muss ich auf die Ressourcen zugreifen können, wenn es um Cloud Computing sich handelt. Drittens, es muss ein Resource Pooling stattfinden. Das bedeutet, die Ressourcen stehen nicht mir alleine, sondern mehreren Teilnehmern zur Verfügung. Und das ist auch eines der Grundkonzepte von Cloud Computing, das Teilen der Ressourcen unter mehreren Teilnehmern. Das hat man früher mit den Bandbreiten gemacht, mit dem Internet, das sogenannte statistische Multiplexen, das sogenannte Bandwidth-Borrowing. Ich leihe mir die Bandbreiten des Netzes und hier leihe ich mir die Ressourcen des Computers, da leihe ich mir die Kapazität der Festplatte. Resource Pooling. Punkt 4 ist schnelles Ausdehnen und Schrumpfen verwendeter Ressourcen. Wenn meine Anwendung jetzt gerade 100 Prozessoren belegen kann, dann soll das Netz schnell 100 CPUs zur Verfügung stellen. Wenn es aber nur eine sequentielle Berechnung ist, die sowieso viele Prozessoren nicht belegen kann, dann soll nur ein oder zwei oder 10 Prozessoren belegt werden. Das muss komplett dynamisch erfolgen. Und letzte Komponente, die ist auch sehr wichtig für das Konzept des Cloud Computing, die messbare Ressourcennutzung. Das heißt, die Abrechnung geschieht auf Basis genutzter Ressourcen. Das ist nicht immer exakt linear. Das kann sein, dass es gestaffelt oder gestuft ist. Aber ich bezahle nur die bezahlten CPU. Ich zahle nur die benutzten CPU-Ressourcen. Ich zahle die genutzte Bandbreite und Speicherkapazitäten. Und die kann ich dazu buchen oder wieder abbestellen, wie es mir gefällt. Das ist das Konzept eines Cloud Services oder Cloud Computing Services. NIST definiert vier, nein, NIST definiert drei. Ich habe es erweitert um einen vierten Dienst, der gerade in der Medienproduktion durchaus heute schon eine ganz wesentliche Relevanz spielt. Erster Punkt ist Software as a Service, SaaS. Das heißt, meine Software, die läuft in der Cloud auf irgendeinen Server, von dem ich nicht mal weiß, wo er steht. Und ich bediene von meinem Thin-Client, von meinem PC, von meinem Laptop diese Software. Zugriff über einen Webbrowser üblicherweise oder speziellen Client, der auf diversen Plattformen läuft. Die Plattformen sind heute bekannt. Also ein
Einschlägiges Beispiel, was womöglich jeder von uns schon mal genutzt hat, zumindest zu Hause, ist ein Webmail. Ist eigentlich ein Software as a Service. Der Webserver, die Applikation läuft auf dem Server und in meinem Fenster im Webbrowser habe ich meine Boxen, meine Ordnerstruktur, da habe ich meine E-Mails liegen und ich kann von meinem Smartphone, ich kann von meinem PC, von meinem Laptop darauf zugreifen. Gut, das ist jetzt eine gewisse primitive Arbeit, würde ich sagen. Ich nutze viel lieber einen normalen Client, Outlook oder Thunderbird, aber meine Daten liegen trotzdem im Netz und ich habe, ob ich im Homeoffice sitze, ob ich bei der Tixel sitze oder ob ich an der Hochschule sitze, ich habe komplett dieselbe Sicht auf meine Daten und die Daten liegen auch verteilt. Meine Daten von der Hochschule liegen an der Hochschule, von der Tixel liegen auf der Tixel und ich habe überall Zugriff gleichzeitig auf alle Daten. Das ist mein Software as a Service. Zugegeben, Software as a Service aus Wortkreation haben wir schon 99, 2000 gehört. Wohlgemerkt, damals sind diese Dienste nicht zum Fliegen gekommen. Warum? Darauf will ich noch gleich kommen. Natürlich sind da nicht nur Webmail. Google Docs ist ein neuer, bekannter Dienst. Reisebuchungssysteme, wir kennen schon nicht Expedia, Google Translator oder auch Office 365, ein Microsoft Office, was nur auf den Servern von Microsoft läuft und nur im Browser bedienen wir die Systeme, als ob es unser lokales Microsoft Office wäre. Der zweite Dienst ist ein Platform as a Service. Dabei werden Rechencluster bereitgestellt, auf denen meine konkrete spezielle Software laufen kann, die wohlgemerkt entweder über ein spezielles Betriebssystem oder über eine Middleware bereitgestellt wird. Ein paar Slides weiter werden wir sehen, das ist auch nicht ganz so neu. So, diese Services gibt es auch mittlerweile durch eine Menge. Google App Engine ist ein vielleicht der bekanntesten heute Plattformen. Da stellt Google eine Schnittstelle bereit für Webanwendungen, die dann auf deren Rechenclustern laufen. Und von diesen Rechenclustern hat nun tatsächlich Google ganz viele und deren Ressourcen stellen sie zur Verfügung, damit Kundenanwendungen, speziell geschriebene Anwendungen auf deren Rechenkapazitäten laufen, wohlgemerkt auf deren überschüssigen Rechenkapazitäten. Ich habe bewusst etwas provokant ein anderes Beispiel genommen. Das ist der Zipgate-Dienst, meine Telefonanlage im Netz. Das ist deswegen auch interessanter. Zum einen, das kennen wir schon ein paar Jahre länger. Unser Unternehmen hat zum Beispiel auch vom ersten Tag des Bestehens keine Telefonanlage sich beschafft. Wir haben einen 100er Nummernblock bei Zipgate und die Anlage ist komplett bei Zipgate implementiert. Die Schnittstellen sind da markant. Das ist das Session Initiation Protocol. Jedes Gerät, was Session Initiation Protocol spricht, kann mit dem Dienst sprechen, kann Rufe aufbauen, kann Faxe versenden, kann Konferenzen schalten. Die Dienste, die da von dem Provider angeboten wird. Das ist auch ein Beispiel, wo wirklich auch offene und standardisierte Schnittstellen genutzt werden für solche Plattformen as a Service. Und die Bedienung, die befindet wie üblich auch über einen Webbrowser, über Webdienste statt. Damit können sehr hohe Skaleneffekte realisiert werden. Das können von heute auf morgen ausgerollt werden, Telefoniesysteme mit Tausenden von Teilnehmen und es ist erprobt, das funktioniert. Das ist eine Plattform as a Service. Dritter Dienst ist eine Infrastructure as a Service und damit kam übrigens der Begriff Cloud Computing gerade ganz stark zum Fliegen, wo eine gesamte Hardware als Dienst bereitgestellt wird. Nicht immer physikalisch, nicht immer werden da reelle PC-Systeme, manchmal sind das virtuelle Systeme mit den bekannten Technikern wie VMware, Xen und so weiter. Aber virtuell wird auch auf Übergabeschnittstelle ist letztendlich eine PC-Hardware, die als skalierbare, erweiterbare oder wieder schrumpfbare Lösung zur Verfügung gestellt wird. Und dann oberhalb der Hardware kann der Nutzer sich austoben, was er damit macht, wie er diesen Bündel an Ressourcen verwendet. Das ist relativ neu, dazu kommen wir auch noch gleich. Die Beispiele dafür sind auch einschlägig: Amazon EC2 Service bzw. Ubuntu Enterprise Cloud,
welches auf der Mittelwehr Eukalyptus basiert, Eukalyptus basiert. Und das zeigt auch, diese Eukalyptus bildet letztendlich diese EC2 bzw. S3-Schnittstelle von Amazon nach. Storage as a Service ist der vierte Dienst. Dabei geht es, flapsig gesprochen, von einer Internetfestplatte. Genauso wird es auch von vielen vermarktet. Für Kleinunternehmen ganz begehrlich, ganz interessant. Ich kann von der ganzen Welt aus auf meine Daten zugreifen. Der Provider kümmert sich um ein Backup. Der Provider kümmert sich gegebenenfalls um eine gesetzeskonforme Archivierung von E-Mails, und zwar mit einer Trennung von privaten E-Mails und dienstlichen. Da sind die Vorschriften gerade in Deutschland sehr, sehr, sehr verzwickt. Und der Provider nimmt uns eigentlich diese Kopfschmerzen ab. Ich habe aber, um jetzt nicht auf Dilettant hier stehen zu wollen, habe ich auch gleich hier vorweggegriffen und geschrieben, größte Begehrlichkeiten, aber auch die größten Risiken sind mit diesem Dienst verbunden. Aber es geht nicht nur um Small and Home Office, es geht auch um größere skalierbare Systeme. Die Schnittstelle, die hier zur Verfügung gestellt wird, ist üblicherweise ein Filesystemtreiber. Oder auch ein Applet im Webbrowser, wobei ich das persönlich nur aus Krux finde. Also da muss schon ein Filesystemtreiber zur Verfügung gestellt werden, damit wir es einbinden können in unsere lokale Filesysteme, als ob das eine lokale Festplatte auch wäre. Google bietet durchaus so einen Dienst, also Google Storage for Developers bietet einen Treiber, der auf Windows, auf Linux zur Verfügung steht, den kann man installieren und dann ist wirklich in unser lokales Filesystem eingebettet. Dieses weltweit verteilte Filesystem von Google. Amazon S3 ist auch durchaus ein bekannter Service für solche Speicherressourcen, die virtuell unendlich groß sind, die Amazon für die Kunden hostet. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Dropbox. Ich kenne tatsächlich auch Situationen, wo bei Unternehmensverkäufen oder Käufen die Due Diligence, die Sichtung aller kritischen Dokumente des Unternehmens über die Dropbox zur Verfügung gestellt worden. Da staune ich, wie viel Vertrauen solchen Diensten heute schon entgegengebracht wird. So, allerdings ist auch empfehlenswert hier eine Einbindung, Integration auf Ebene der Programmbibliothek, damit eigene Anwendungen geschrieben werden können. Eine Anmerkung am Rande. Ich habe bewusst ein bisschen mehr Text auf die Slides geschrieben. Wenn die Tonqualität bei den einen oder anderen auf einer schmalbandigen Verbindung schlechter ist, da kann man auch dann im Satz auch nachlesen. Deswegen ist es jetzt auch ganz bewusst die Slides ein bisschen mehr mit Text gepflastert, genau wegen des Webinars aus Präsentationsformat. Jetzt schauen wir uns noch guck mal kurz an die Reichweite der Cloud-Dienste. Es gibt die privaten Clouds. Das sind letztendlich Services, von denen wir, die vier Services, von denen wir gesprochen haben, oder eins dieser vier Services, was aber ganz konkret für eine geschlossene Gesellschaft zur Verfügung gestellt worden ist. Also letztendlich geht es da um eine verteilte Infrastrukturrealisierung für eine ganz konkrete einzelne Organisation. Die Infrastruktur wird ausgelagert. Gut, das hat irgendwas mit Outsourcing zu tun, geht aber noch einen Schritt weiter. Ich habe da weiter rot mal hingeschrieben, das Hübnet von ARD. In dem Bereich der FKTG ist es ja ein sehr bekanntes Beispiel. Ist das vielleicht ein privates Cloud? Ich finde schon, dass es so etwas ist. Als nächster Schritt in die Offenheit geht es in die Community Clouds, wo gleichartige Dienste für eine Gruppe von Unternehmen bereitgestellt werden. Das heißt, auf derselben, also da werden Rechenzentren aufgestellt für eine Gruppe von Unternehmen. Jeder hat eine eigene Sicht auf die Daten, aber trotzdem gibt es da Querverbindungen, dieselbe Infrastruktur wird verwendet. Gut, was, vielleicht ist auch Hübnet in die Community Cloud zu packen, um jede Anstalt wäre dann ein Teilnehmer. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele für eine Community Cloud. Und natürlich ist es auch schon ein wesentlicher Schritt in die Offenheit. Es kann durchaus durch eine Misskonfiguration, durch einen Fehler, unbewollten oder auch vorsätzlich vielleicht durch einen Mitarbeiter, der da jetzt Unfug treibt, dass da Daten sichtbar werden für ein anderes Unternehmen. Also da muss man schon ein bisschen sensibler werden, wenn man von einer privaten Cloud in Richtung Community Cloud geht.
Und natürlich kommen wir dann zu den Public Cloud. Das sind Dienste, die für die Allgemeinheit bereitgestellt werden. Da sind natürlich die eigenen, auch die einschlägigen Beispiele, die Amazon, Google, aber auch so die zweite Stufe, die zweite Ebene der Anbieter, Nevonix zum Beispiel oder auch andere. Da kommen wir später auch noch zu ein paar Beispielen. So. Und dann gibt es noch die vierte Reichweite und das sind die hybriden Clouds, wo derselbe Anbieter auf derselben Infrastruktur zum einen eine private Cloud verkauft, also einen Dienst für dich, Kunden einzeln, aber mit denselben, auf denselben optischen Verbindungen, auf denselben Routern und Switches auch private Dienste, öffentliche Dienste anbietet. Also das ist sehr lukrativ für die Dienstanbieter. Aber man muss sich da, wenn man so eine private Cloud realisiert mit einem Anbieter, auch im Klaren sein und vielleicht klären, wird auf derselben Infrastruktur gegebenenfalls auch parallel eine Public Cloud angeboten, um die Kosteneffizienz zu erreichen. Und da sind natürlich die Risiken deutlich stärker als bei einer Community Cloud, ob die Daten nicht durch eine Fehlkonfiguration öffentlich werden. Nun, bei der Darstellung der Dienste stellt sich die Frage, gerade bei der Abrechnung ist mir ins Auge gestoßen, diese Abrechnung nach Nutzung. Ist es nicht alles schon, haben wir schon nicht alles gehabt? Die unter uns, die vor 20 Jahren schon am Rechenzentrum gearbeitet haben, würden sagen, ja, Moment mal, Mainframes war ja genau das. Da kommt ein Teilnehmer, ein Kunde, lässt seine Programme laufen und kriegt das abgerechnet nach Nutzung. Grid Computing gab es auch schon vor 8 Jahren und da war dieselbe Idee. Verteilen über die Welt, auch verteilt laufen lassen die Anwendungen. Also, und Grid Computing ist eigentlich letzte Zeit so ziemlich in Abseits gerutscht. Wirtschaftliche Aspekte dessen werde ich auch gleich beleuchten. Aber das gab es doch schon alles mal. Und High Performance Computing ist ja auch nicht ganz neu. Kann es sein, dass wir dann nur noch einen Schritt gemacht haben in Cloud, neues Marketingwort uns erfunden haben und eigentlich wieder bei den Mainframes angekommen sind? Das ist eine berechtigte Frage, nicht wahr? Ich behaupte, es wäre doch ein bisschen zu einfach gegriffen. Es wäre zu primitiv betrachtet, wenn wir so behaupten würden. Schauen wir uns mal im Detail an. Es sind ein paar wesentliche Aspekte, die ganz deutlich dazugekommen sind. Punkt 1. Im Gegensatz zu Mainframes, im Gegensatz zu Großrechnern, auf denen man per Telnet sich eingeloggt hat und da die Programme laufen gelassen hat, im Batch-Modus, gab es das Web 2.0. Und das nutzen wir heute und die Vorzüge davon kennen wir. Das ist mehr als nur ein Buzzword. Die Interaktion ist reingekommen. Jetzt kann man endlich mal mit diesem Großrechner auch in Interaktion und zwar auch flüssig interagieren. Es wird meine lokale Anwendung, die im Browser oder auf separate Anwendung läuft, mit der riesen Rechenkapazität, die im Netz zur Verfügung steht, verschmolzen, so dass wir die Grenzen nicht mehr so sehen. Es ist elementar dadurch durch diese Web 2.0-Techniken nutzerfreundlicher geworden. Der zweite Aspekt, die Virtualisierung ist dazu gekommen. Virtualisierung hat die Landschaft unserer Rechenzentren in den letzten 5 Jahren bis zu Unkenntlichkeit verändert. Jetzt können meine ganze Maschine, meine ganze Serverplattform, meine Oracle-Datenbanken komplett migriert werden mit einem Mausklick von einem Hardware-Pool auf einen anderen Hardware-Pool, ohne dass für den Kunden der Dienst eingestellt wird. Einschränkend muss ich sagen, innerhalb eines Rechenzentrums. Lokal haben wir gelernt, wie man ganze Betriebssysteme, ganze Datenbanken glatt und reibungslos für den Nutzer migrieren von einem Hardware-Pool auf einen anderen. Nochmal betont, lokal. Was als drittes dazu gekommen ist, in der Vernetzung hat sich ganz massiv was verändert. Letztendlich geht es darum, wir kriegen heute, wenn Sie zum Provider XY gehen, der kann T-Systems heißen, der kann Colt Telekom heißen, der kann AT&T heißen. Wir bekommen auch ein lokales Netz, welches weltweit über den ganzen Globus aufgespannt ist. Es verschmilzt die Grenze zwischen Local Area Networks und den Weitverkehrsnetzen, den WANs.
Aus Zeitgründen will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber diese Verschmelzung der Grenzen zwischen lokalen und Weitverkehrsnetz, das ist letztendlich der wesentliche dritte treibende Faktor, was uns tatsächlich von diesem Kreis Mainframe Grid HPC zu wirklich zu neuen Dimensionen beim Cloud Computing bringt. Aber das ist nicht alles. Jetzt kommt ein letzter Punkt dazu. Mit der Cloud Computing haben wir ganz neue Geschäftsmodelle bekommen. Und die dürfen man nicht außer Betracht ziehen, wenn wir Cloud Computing betrachten. Schauen wir uns mal die wirtschaftlichen Aspekte an, die einzelnen Säulen, die ich jetzt beleuchtet habe. Grid Computing entstand 2002 etwa aus einer Reihe von Forschungsprojekten. Da sind Plattformen geschaffen worden, um verteilt Rechenaufgaben zu rechnen. Die Middleware, die dazu geschaffen worden ist, und da sehen wir, das ist, würde man heute einordnen, eine Plattform als Service. Über die Middleware konnte man Programme laufen lassen und auf Grid-Plattformen abspielen lassen. Diese Plattformen, Globus Toolkit, Unicore, G-Lite, bei jedem werden die assoziiert mit Hochschulen, und wer die Schnittstellen bedient hat, wird auch sehen, sagen, ja, für Forscher ist es was, aber das sind Schnittstellen, die im Business, die im täglichen Geschäft eigentlich nicht zum Tragen kommen. Das ist für das Business, ich sage es jetzt ein bisschen ketzerisch, realitätsfremd gewesen. Und damit sind auch keine kommerziellen Dienste bis heute für das Grid entstanden. Und damit sind die Projekte, sind die Förderungen ausgelaufen, und es war nicht gesichert, dass die Dienste weiter zur Verfügung stehen. Und damit ist es eigentlich ins Stocken geraten. Grid ist heute aus wirtschaftlicher Komponente aus meiner Sicht nicht wirklich oder nur nicht nennenswert relevant. High-Performance Computing, das ist durchaus schon, hatte eine ganz solide wirtschaftliche Komponente, ist aber sehr statisch ausgelegt. Meine Dienste sind an Rechner und an Speichernetze, die wohlgemerkt per se lokal aufgebaut sind, gekoppelt. Und damit ergeben sich die Skaleneffekte nicht, damit ist es recht teuer. Also Großunternehmen, SAP, Oracle, große Banken, große Forschungseinrichtungen können sich das leisten, aber die breite Allgemeinheit, der Mittelstand, kann sich das nicht leisten. Das ist nicht relevant für die Dienste des High-Performance Computing. So, wichtige Neuerung, die uns das High-Computing beschert hat, ein Konzept eines Speichernetzes, Storage Area Networks. Jetzt hat man nicht mehr lokale Platten gebunden an meinen Rechner, sondern ich habe ein Netzwerk, ein lokales erstmal, ein Netzwerk von Speicherressourcen, und ich habe Hunderte oder Tausende Nutzer, die gleichzeitig auf dieses Speichernetz zugreifen. Und davon bedient sich das Konzept des Cloud Computing ganz massiv. Was sind die wesentlichen wirtschaftlichen Aspekte, wirtschaftliche Tatsachen des Cloud Computing? Das ist wohlgemerkt tatsächlich im Gegensatz zu Grid Computing. Da haben ein paar Platzhirsche, und zwar Google und Amazon, namentlich kommerzielle Tatsachen geschaffen. Die haben einfach Dienste angeboten aus deren Überkapazitäten, die die hatten, bei Google zum Beispiel. Amazon hatte eine große Plattform, die haben sie ausgebaut und gesagt, okay, wir versuchen einfach, das kostenmäßig attraktiv zu machen, und die Formel ist ganz einfach. 1000 CPUs in Anspruch genommen für einen Tag müssen genau dasselbe kosten wie in einer Inanspruchnahme eine CPU über 1000 Tage. Das war das Credo von Amazon, und damit sind sie an den Markt gegangen, ohne Standards zu schaffen, ohne Standardisierungsgremien da aufzutreiben. Die haben einfach den Dienst der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt und damit auch eine öffentliche Cloud zur Verfügung gestellt. Damit können rechenintensive Aufgaben sehr schnell erledigt werden, und das ist einfach von den Kunden angenommen worden. Da hat man wirtschaftlich, marketingtechnisch einfach Tatsachen geschaffen. Interessant ist, ich verweise da auch auf einen Report der Informationsseite Cloud Pro. Da gibt es einen Special Report zum Cloud Computing, What All Businesses Should Know. Und da geht es darum, die behaupten, dass im Prinzip Cloud Computing ganz klar von wirtschaftlichen Aspekten dominiert wird.
Ich empfehle jeden Entscheider, jeden, der wirtschaftliche Aspekte des Cloud Computing betrachtet, also dieses Dokument auch zu lesen. Wichtig ist letztendlich, der Nutzer kann große Kapazitäten in Anspruch nehmen, ohne Investitionen zu tätigen. Jetzt werden wirtschaftlich betrachtet die Operation, also CapEx in OpEx umgewandelt, Investitionen in operative Kosten umgewandelt. So, aber man darf natürlich nicht übersehen, jemand muss investieren. Es ist eine Verlagerung, es ist ein neues Businessmodell, ohne technische Komponenten zu ändern. Weil natürlich ist da jemand, und zwar der Cloud Computing Anbieter, der investiert, der auch sicherstellt, dass der Dienst funktioniert. Der hat es dem Kunden abgenommen und stellt das auf monatlicher Basis oder täglicher Basis, je nachdem, in Rechnung. Die Geografie wird jetzt nicht mehr durch die Gegebenheiten des Unternehmens bestimmt, sondern die wird nur durch Wirtschaftlichkeit bestimmt. Und damit ist natürlich auch durchaus die Frage berechtigt, bedeutet das, die Serverfarmen in Billigländern platziert werden? In Realität wohlgemerkt ist eine uneingeschränkte Migration nicht möglich. Auf die Ursachen kommen wir gleich. So, um das Cloud Computing, was durch die Platzhirschen geschaffen worden ist, ist ein ganzes Ökosystem entstanden, nachdem Amazon und Google da eingestiegen sind und wohlgemerkt die Schnittstellen nicht standardisiert haben, aber offengelegt haben und frei zur Verfügung gestellt haben den Anwendungsentwicklern, ist erstens eine große Anzahl von Nachahmern gekommen, die diese Interfaces auch nachbilden, sodass eine Anwendung, die auf einem Amazon Cloud Service läuft, auch auf deren Cloud Service läuft. Und das Zweite, dass Anwendungen entstehen, die gegen diese Schnittstellen programmiert werden. Und die Schnittstellen sind erfreulicherweise in Sprachen und Beschreibungen entstanden, die der heutige Programmierer auch gut versteht und beherrscht. Das sind die üblichen Web-Services, Ajax, Web 2.0-Techniken, die man heute schon jetzt auch etabliert kennt. So, die kleinen Cloud-Anwender lehnen sich an die Schnittstellen an. Als Beispiel sei dazu genannt das Open-Source-Projekt Eukalyptus, beziehungsweise auch ein kommerziell angebotener Dienst Ubuntu Enterprise Cloud, was zu EC2 und S3 von Amazon kompatibel ist. Das sind letztendlich dann so geschaffene de facto Standards anstelle von nominellen Standards. Was sind nun die technischen Herausforderungen von Cloud Computing? Zum einen, das sind drei. Zum einen ist das die Virtualisierung. Das ist die Virtualisierung. Da wird eine echte Hardware nur vorgetäuscht und in Realität findet eine häufige Unterbrechung von Rechnen statt. Das ist bei einfachen Anwendungen nicht merkbar, aber ich kann da nur mich erinnern an das Preemptive Multitasking, was wir auf Single-Prozessoren kannten. Und gerade die, die in der Medienproduktion unterwegs sind, wissen, wie schwierig auf einen Single-Prozessor so ein Multitasking, naja, ihre Anwendungen abläufen lässt. Also das, gerade für mediale Anwendungen kann es durchaus ganz, ganz stockend werden. Da habe ich auch auf einen Artikel verwiesen, da gebe ich später noch eine Referenz, The Impact of Virtualization on Network Performance of Amazon EC2 Data Center. Ganz interessante Ergebnisse, wo ganz speziell untersucht wird, welche Einschränkungen diese Tatsache, dass es nicht reelle Ressourcen sind, sondern virtuelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass das gerade die Mediendienste und die Datenübertragungsdienste ganz massiv also einschränkt. Und die solche Echtzeitanwendungen, die sind bekannterweise ganz wesentlich charakteristisch in der Medienproduktion. Zweiter Punkt ist skalierbare Anwendungen. Damit wir in der Medienproduktion tatsächlich Cloud-Services effektiv nutzen können, müssen wir Anwendungen haben, die gut skalieren auf 10, 100 oder 1000 CPUs. Das heißt, unsere Anwendungen, die wir einkaufen für unsere Produktion, müssen Cloud-APIs eingebaut haben, unterstützt haben. Das sind Sachen, die noch kommen müssen. Bei der Virtualisierung, da ist sehr stark davon auszugehen, dass da die Weiterentwicklung der Cloud-Dienste noch stattfinden wird.
Hersteller müssen nachziehen, skalierbare Anwendungen schreiben. Das bringt ganz massive Vorteile. Ich habe jetzt ein Beispiel genommen, nicht aus der Medienproduktion. Dafür war es auch sehr effektiv und werbewirksam. Also Beispiel einer effektiven Parallelisierung. Das war Anfang dieses Jahres vorgestellt, dann auf einer Konferenz in Las Vegas, glaube ich. Also das Knacken eines WPA, PSK-Keys, was wir, naja, sehr häufig immer noch für unser Wireless-LAN als Schlüssel verwenden. Und zwar innerhalb von 20 Minuten. Einfach, weil man 400 grafische Prozessoren verwendet hat. Und bei Amazon kostet es sage und schreibe 3 Euro. Das heißt, das Argument, was häufig verwendet wird, naja, solche rechenintensive Brute-Force-Methoden, das ist ja teuer. 3 Euro. Man kann das wirklich in Münze packen und nicht nur in Zeit, die für benötigt wird. Dank der Skalierung der Plattform. Und hier müssen die Hersteller der Medienproduktion durchaus noch aktiv werden, weil die Software ist da bei weitem noch nicht optimal, um auf 100 oder 1000 Prozessoren hoch zu skalieren. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass in Zukunft, und das hat auch jetzt vor einer Woche die IBC deutlich gezeigt, dass da die Hersteller durchaus sensibilisiert worden sind, dass die Anwendungen Cloud-aware, sage ich mal, werden müssen. Weitere technische Herausforderungen ist der Datentransport. Der Transport der Datenbestände vom Kunden zu Cloud. Und das ist genau dieser Artikel, was ich auch auf der letzten Seite noch referenziere. Das ist publiziert worden letztes Jahr auf der IEEE Infocom, gezeigt worden, dass um Größenordnungen die Datenrate des Transports meines Datenbestands von zu Hause, von meinem Breitbandanschluss, der kann auch 100 Megabit breit sein, in die Cloud ganz massiv einbricht wegen der Virtualisierung. Dann müssen die Cloud-Anbieter sogenannte WAN-Beschleuniger anbieten. Und da ist gerade kommt die Zixel wieder zum Tragen. Wir sind gerade in Verhandlungen mit ein paar Cloud-Anbietern, mit einem ganz konkret, um anzubieten, den Kunden solche WAN-Acceleration-Software, mit der die tatsächlich die Gigabytes bis Terabytes vielleicht von meiner Lokation hier in Deutschland auf so eine Cloud packen zu können, um da auch effektiv rechnen zu können. Weil heute ist tatsächlich sehr häufig die Hemmnisschwelle da, bis ich die Daten, auf denen gerechnet werden muss, auf die Cloud rüberbringe, vergehen Tage, mindestens Stunden und das ist einfach zu lang. Es gab auf der letzten Euroview in Würzburg im August diesen Jahres einen bewegten Vortrag von einem Mitarbeiter von HP Labs, was dir berichtet hat, wie in der Klimaforschung Rechner kutschiert werden von A nach B, um Datenbestände in die Cloud zu bringen. Die Amazon und Google sind Großkunden von FedEx. Warum? Weil die tatsächlich Amazon publiziert, dass die von der Westküste zur Ostküste, um die Datenbestände abgleichen, also Rechenplatten kofferweise kutschieren mit einer FedEx von Westküste zur Ostküste, von Ostküste zur Westküste und das heißt dann Cloud Computing. Da muss noch ganz massiv was passieren, aber also wir werden nicht drum kommen, um dauerhaft um einen Ersatz für TCP, um auf 10 Gigabit, um auf 100 Gigabit Netzen tatsächlich auch in der Lage sein, Daten zu übertragen zwischen den Standorten. Das sind noch Baustellen, auf denen ganz massiver Nachholbedarf ist, auch technologischer Art. Natürlich ist der Punkt Datenintegrität ein ganz heikler Punkt. Iron Mountain ist so ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert, Langzeitdaten archivieren und zwar tatsächlich in einen Iron Mountain, in einem Berg, da werden die Daten digital eingelagert und da müssen sie Jahrzehnte bis Jahrhunderte gelagert werden. Aber es ist eine ganz einfache Frage. Und überstehen da meine Daten auch eine Unternehmensinsolvenz? Sollte so eine Iron Mountain oder mein Dienstleister, ein anderer Dienstleister pleite gehen? Was passiert dann? Es darf nicht vernachlässigt werden, auch ein anderer Aspekt. Solche Dienste, die werden ganz intensiv von also Sicherheitsbehörden in Anspruch genommen. Da werden Auskünfte erfordert und die Auskünfte werden auch geliefert. Kommen die Ermittlungsbehörden so einfach an meine Daten, einfach ohne Verdacht, einfach mal nachfragen, was hat er da gelagert, was liegt da rum?
Das überlassen wir einem Dritten. Und der Dritte ist da häufig überfordert, häufig ist er einfach interessiert, lieber zu viel ausliefern, damit ich weniger Stress habe. Wir dürfen auch nicht ausklammern den Punkt, wenn Unbefugte bei dem Dienstleister an die Daten rankommen. Bei mir im Unternehmen habe ich da vielleicht noch irgendeinen Überblick, aber ich kann nicht verhindern, dass ein zu neugieriger Systemadministrator mit den Daten etwas macht und vielleicht nach außen gibt. Der wird gefeuert, da kann vielleicht ein USA-Prozess oder prozessiert werden wegen Schadensersatz. Hilft es mir, wenn meine heiklen Daten, wenn meine Geheiminformationen oder wenn meine Filme oder mein ganzes Archiv, meine Fernsehsendungen also öffentlich bekannt wird oder auch einfach abhanden kommt? Da helfen mir die besten Gerichtsverfahren überhaupt nichts, weil für mich die existenzielle Grundlage entweder abhanden gekommen ist oder publik gemacht worden ist. Eine andere Herausforderung sind die sogenannten Service Level Agreements, die Dienstvereinbarung zwischen dem Kunden und den Anbieter. Also vorher musste ich sicherstellen, dass ich den Administrator habe, der an die Daten rankommt. Jetzt muss ich das Kleingedruckte ganz genau beachten, wie komme ich an die Daten ran? Was passiert, wenn der Service nicht in der Qualität gewährleistet wird? Kriege ich auch, kann ich effektiv den Dienst eskalieren, so dass ich schnell an die Daten rankomme, dass ich schnell den Dienst zur Verfügung bekomme. Das heißt, das Kleingedruckte, das übliche Kleingedruckte wird ganz groß geschrieben auf einmal. Und das gerade da bekommt man hohe Skaleneffekte, hohe Ersparnisse, wenn man über die Ländergrenzen hinweg geht. Aber dann wird es gerade rechtlich ganz heikel und überhaupt nicht legal. Das heißt, wir werden alle zu ganz ausgefeilten Juristen, wenn wir wirklich auf Nummer sicher gehen wollen mit unseren Cloud-Services. Und die Provider-Unabhängigkeit. Das würde ich jetzt mal so stehen lassen. Ich muss bereit sein für einen Dienstwechsel. Ich will mich nicht für mein Leben lang an einen Provider binden. Da muss ich mir Gedanken machen. Sind die Interfaces kompatibel? Was passiert? Ich scheitere ja heute schon mal manchmal beim Umzug meiner Domain. Wie ist es, wenn mein ganzer Datenbestand beim Provider liegt? Jetzt komme ich in den nächsten 3, 4 Minuten zu dem Thema Medienproduktion in der Cloud. In bestimmten Bereichen ist es nicht nur praktikabel, sondern wird es bereits praktiziert. Service, Software as a Service, Telefonanlagen, Office-Anwendungen können durchaus heute schon bei einigen, gerade bei Mittelständlern, dass die in der Cloud, also im Netz laufen, Plattform as a Service, gerade private Clouds. Nochmal, ich bleibe dabei, Hübnet sehe ich durchaus als so ein Cloud-Service. EVZ berichtet, dass sie durchaus ausrollen ein verteiltes Speichersystem für die Broadcaster. Das ist ein Cloud-Service. Also wir sind im Cloud-Alter in unserer Medienproduktion angekommen und zwar ganz speziell bei der Datenspeicherung. Wohlgemerkt überwiegend in den privaten Clouds. Die Gründe werden wahrscheinlich einleuchtend sein nach meinen Hinweisen auf diese Sensibilität der Herausgabe der Daten an Dritte. Weitere Kandidaten zur Auslagerung in die Cloud heute ist ganz klar E-Mails, machen viele. Und da sehe ich nicht nur so ein Webmail, sondern IMAP, IMAP oder Microsoft Exchange, Telefonie, aber auch Skype. Was wir jetzt machen über Adobe Connect ist auch nichts anderes als ein Cloud-Service. Aber auch Buchhaltungssysteme können durchaus ausgelagert werden. Und weil nämlich mein Steuerberater oder Ihr Steuerberater, die sowieso auf Dienst einkauft von dem einen oder anderen. Und da ist sowieso eine kritische Komponente, die nicht in meiner Hand ist. Und ich muss aber sehr durchaus sicherstellen, dass ich auch einen seriösen Anbieter wähle, auf den ich auch den Rückgriff habe, wenn da was schief läuft. So, das Thema Infrastructure as a Service, das, was eine Amazon, was eine Google anbietet. Also ich glaube, dass es im Prinzip durchaus denkbar ist, dass man so ein Umrechnen eines, Durchrechnen eines Archivs, dass man das auslagern kann an Amazon. Aber jeder muss wirklich wissen, vertraut ihr dem die Daten oder nicht. Und letztendlich die Branche muss da durchaus noch Lösungen schaffen,
wo man zum Beispiel teure Systeme wie Final Cut, wie mein Flame-System, wie der Media Composer, den man durchaus zwischen mehreren Standorten, zum Beispiel innerhalb von Deutschland, remote nutzt, einsetzt auf meinen Datenbeständen. Da kenne ich also auch von der Tixel hier über Projekte, von Projekten, wo sowas durchaus in Arbeit ist und realisiert wird. Aber dabei geht es um private Clouds, wobei wir müssen im Auge behalten, auf diesen Infrastrukturen laufen in der Regel durchaus auch offene Dienste. So, ich komme jetzt auch zur Zusammenfassung. Was haben wir über Cloud erfahren? Was haben wir gelernt über Cloud? Erstens, Cloud Computing baut ganz klar auf verwendeten Technologien. Dazu gehört und schon existierende Technologien. Dazu gehört Virtualisierung. Dazu gehört High-Performance Computing, dazu gehört Grid und das basiert alles und wird verbunden über ein schnelles und effektives Netz, wo die Daten tatsächlich zwischen mir und dem Service Provider und zwischen den Knoten des Service Providers auch sehr effizient ausgetauscht werden können. Also die spezifische Zusammensetzung der Dienste und die Geschäftsmodelle, ganz wichtig, die Geschäftsmodelle machen die heutigen Cloud Services oder Cloud Computing Services aus. Die Chancen der Technologie, zweifelsohne wird es da eine deutliche Steigerung der Ressourcennutzung ergeben. Zugriff auf unendlich, wohlgemerkt virtuell, unendlich breite Ressourcenkapazitäten wird gegeben sein. Unsere Anwendungen müssen da nachziehen. Und unsere Mobilität der Arbeit in der Medienproduktion wird sich durchaus und massiv erhöhen. Die Herausforderung ist wesentlich die Abhängigkeit vom Provider und auch der Datentransport. Und bei der Abhängigkeit vom Provider sind alle Aspekte Migration, vertraue ich dem Provider, was mache ich wenn? Und der Datentransport, das wird auch sich noch verbessern machen müssen. Aber da sind wir ja durchaus mit Unternehmen, mit Universitäten und so weiter unterwegs. Da haben wir durchaus noch auch Forschungsthemen. Ich bin jetzt auch durch. Die Referenzliste blende ich hier ein, dann kann man die im Internet auch sehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Professor Siemens, ich bedanke mich im Namen aller Teilnehmer an diesem Webinar und ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie etwas Klarheit geschaffen haben beim Verständnis des Begriffes Cloud, aber gleichzeitig auch sehr viel Verwirrung und Fragen nach oben brachten. Also ich habe mir eine Liste an Fragen einfach mal nach oben geholt und kann Ihnen nur sagen, was für mich eigentlich so die wichtigste Frage ist, ist die Frage: Wie sicher sind denn diese Dienste, über die wir reden? Also Cloud-Dienste, bei denen ich Daten, ich sag mal jetzt, von unserer Redaktion für das aktuelle Heft gegebenenfalls bei irgendeinem Provider weltweit abgelegt habe und die Layouterin ruft mich an und sagt, ich brauche ganz dringend jetzt den und den Beitrag und ich sage, ja, versuche ich doch mal dran zu kommen. Und gerade von meinem Provider ist der entsprechende Port runter. Das heißt, ich komme gar nicht an meine Daten ran. Das Thema Regress ist ein weiteres Thema, das nach vorne gebracht wird, gerade im Bereich der Medienproduktion, wenn es darum geht, wirklich aktuell irgendetwas auf den Sender zu bringen. Daten, die ich abgelegt habe, die ich aber zu einem Zeitpunkt X zur Verfügung gestellt bekommen muss. Bandbreiten, die zur Verfügung gestellt werden müssen, Quality of Service. All diese Begriffe und diese, ich sag mal, Reizworte sind für einen Rundfunkanbieter, ich sag alles Fragezeichen, die noch nicht beantwortet worden sind. Und ich stelle es einfach mal so in die Runde unserer Teilnehmer die Frage, was denn auf der Seite der Teilnehmer für aktuelle Problematiken sich gezeigt haben bei der Teilnahme an diesem Webinar. Das heißt, gibt es aktuelle Fragen, gibt es gegebenenfalls ein Hinweis von Ihnen, wo Sie sagen, ja, Sie können gegebenenfalls auf der und der Seite nachlesen, Sie können sich einschlägig darüber informieren, aber das Rundum-Sorglos-Paket wird wohl keiner anbieten können. Ist die Frage das an mich jetzt gerichtet oder an die Zuschauer? Ich habe die Frage an Sie gerichtet, aber gleichzeitig auch den Ball den Teilnehmern zugeworfen, sodass von der Seite gegebenenfalls noch explizitere Fragen Ihnen vorgetragen werden können.
Aber Sie dürfen gerne mal zu dem Thema Datensicherheit und Netzwerkverbindungen, also Quality of Service, noch was sagen. Ja, ich habe gemerkt an genau dem Punkt, dass mir die Zeit so ein bisschen wegläuft. Punkt 1 ist, also man muss sehr genau den Provider unter die Lupe nehmen. Aus Daumenregel für heute werde ich ganz deutlich sagen, ich würde keine Datenarchivierung, also unwiderrufliche Archivierung der Daten beim Provider heute machen. Das heißt, wenn er weg ist, sind meine Daten weg. Ich würde nicht ins Netz stellen, also beim Provider, auch beim Provider meines Vertrauens, die Daten, die bei Veröffentlichung existenziell mein Unternehmen bedrohen können. So ein temporäres Rausgeben, um zu rechnen, rausgeben, um zum Beispiel für ein Projekt zusammenzuarbeiten, was aber nochmal, sollte ein Patzer passieren, dass die bekannt werden, habe ich vielleicht einen Schaden, aber einen kalkulierbaren Schaden nur genommen. So, dann würde ich sagen, kann man das machen, wohlgemerkt nicht ein No-Name-Provider, der jetzt in Mexiko seine Server stehen hat, sondern ein Provider, der einen deutschen Gerichtsstand mit Ihnen vereinbart, ein Provider, der Ihnen als Businesskunden auch eine Reaktionszeit von 2 Stunden liefert und auch eine Lösungszeit von 4 Stunden, weil nämlich mein lokales Netz ja natürlich auch abbrechen kann. Also das heißt, wo man durchaus die Risiken überschaubar hält. Auf Lesen, also vorletzte Referenz, ist ein sehr interessanter Artikel, das ist auch ein umfangreicher, so 12, glaube ich, Seiten, Above the Clouds, a Berkeley View on Cloud of Cloud Computing. Das ist ein technischer Report von UCB, University of California at Berkeley. Also wir haben ja so manches schon quasi ins Leben gerufen, was zum Standard geworden ist. Und die beschreiben eigentlich genau diese Sensitivitäten aus technischer Sicht. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Also das aus Lektüre mal nachlesen, kann ich wärmstens empfehlen. Hinsichtlich der Business-Beeinspruchung genau das, worauf ist zu achten bei dem Chef des Unternehmens, was in die Verträge, was man da achten soll. Das steht in diesem Special Report von Cloud Pro. Das ist meine Referenz Nummer 2. Also da kann man durchaus, also diese Artikel sind auch online verfügbar, gegebenenfalls gegen Registration, gegen Preisgabe der persönlichen Daten, also auf Adresse und E-Mail. Also aber da kommt man an die Informationen dran und hilft auch nachzulesen. Wenn ich Sie richtig interpretieren darf, bedeutet eigentlich all das, was Sie uns heute gesagt haben, dass man sein Cloud-Computing-Projekt doch ziemlich genau planen soll, dass man gegebenenfalls mit den Rechtsabteilungen Rücksprache hält. Denn ausschlaggebend ist doch, glaube ich, dass man bei den geschlossenen Verträgen auch die kleinen Lücken, das Kleingedruckte wirklich versteht und gegebenenfalls nicht nachher im Desasterfall das Nachsehen hat, weil plötzlich Daten unwiderruflich verloren gegangen sind. Also ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe einen Vertrag mit einem Dienstleister meines Telefonanbieters, der mir innerhalb von 8 Stunden die Sicherung meiner Datenverbindung wieder herstellen will. Und im größten Schadensfall, den ich bisher gehabt habe, hat das Ganze 24 Stunden gedauert, was natürlich für mich als Kleinkunde, sprich als Telefonteilnehmer und Internetanbieter und gleichzeitig Nutzer, der geringste Schaden eigentlich ist, aber für jemanden, der darüber Geld generieren muss, sprich entweder in der Produktion arbeitet oder aber in der Distribution oder im Verteilen, sprich also im Aussenden von Material, für den wird eine solche Unterbrechung fatale Folgen haben, also fatalere Folgen, als man sich das vorstellen kann. Ich möchte jetzt hier zum Abschluss kommen, weil wir haben für uns das Limit gesetzt, dass wir unsere Webinare nur 1 Stunde lang werden lassen möchten. Ich wiederhole nochmal Ihr Angebot, was Sie ja auch während Ihres Vortrags genannt haben. Jeder Teilnehmer kann bei mir sich diese PowerPoint-Präsentation als PDF anfordern, damit man das in Ruhe gegebenenfalls nochmal sich anschauen kann. Es wird nach unserem Webinar die Möglichkeit geben, dieses Webinar als Stream sich auf YouTube anzusehen, sodass man alles nochmal Revue passieren lassen kann und in aller Ruhe sich Gedanken dazu machen kann, was man denn weitermacht und wie es gegebenenfalls aussehen wird für den Betrieb, in dem er arbeitet und für das, was geplant werden wird.
Also ganz herzliches Dank von meiner Seite. Die Teilnehmer schreiben gerade über den Chat Ihnen auch die Dankesworte und ich denke mal, dass Ihr Vortrag wirklich manch einem die Augen geöffnet hat und manch einem vielleicht auch erst recht Sorgen für die Zukunft gezeigt hat, wo man sich Gedanken machen muss. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Siemens, und Ihnen viel Erfolg in Ihrer Lehrtätigkeit und vielleicht sehen wir uns ja auf dieser Plattform nochmal wieder, wenn es heißt Cloud Computing Nummer 2. Ja, danke allen Zuhörern und danke auch Ihnen, Herr Wagner, für die Einladung. Nur letztes Statement. Ich hoffe, dass ich nicht nur Ängste oder Sensibilitäten geschürt habe, auch Perspektiven dargestellt habe. Es war jetzt nicht das Ziel, zu sagen, Leute, Finger vom Cloud ist nicht so gemeint. Es gibt Chancen, wir müssen mit Augenmaß rangehen. Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Schönen Tag noch. Auf Danke Wiedersehen. auch.